Wow, first take! Ha, was ist das? Grüß euch zum Matchtalk. Heute eine neue Ausgabe mit Niki Baratschnik. Bevor wir zur Vorschau und zum Rückblick kommen, gehen noch einmal gute Besserungswünsche raus an unseren Kollegen, an den kleinen Sturzeliten Notti in Lustenau. Er ist schon wieder zu Hause, ihm geht's gut und weiterhin gute Besserung, holt die Ohren steif. Niki, kommen wir zu dir. Mhm. Man sieht da ein Pflasterle beim Ohr. Ja. Wie ist das passiert und wie geht's da? Ja, also, gehen tut's manchmal gut, also, es hat jetzt nicht mehr weh. Passiert ist es im Abschlusstraining. Und zwar bei den Standards, habe ich einen Schuss geblockt und habe einen Ball aufs Ohr gekriegt und weiß nicht, dann ist das hinten irgendwie aufgerissen und das habe ich dann nähen müssen. Aber ist halb so tragisch. Hast du beim Spiel nichts gemerkt, dass nein, der Arbeitsschlagarbeit wegflattert? Nein, das habe ich nicht gespürt. Wir haben jetzt ja die Austria-Lustenau auswärts mit 3-1 besiegt, ganz wichtig für uns, für die Tabelle. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war wie erwartet ein harter Kampf. Wie jedes Spiel, glaube ich, jetzt unten ein harter Kampf wird. Haben gleich mal am Anfang das 1-0 gekriegt, was nicht so gut war, was eigentlich für die Köpfe scheiße ist, aber ich glaube, wir haben gut zurückgefunden in der Partie und haben nachher in der zweiten Halbzeit gezeigt, was wir drauf haben. Da haben wir 3-1 gewonnen. Genau, wir sind ja schon wieder mitten in die Vorbereitungen für das nächste Spiel. Da treffen wir am Freitag um 19.30 Uhr auf die TSV Hartberg. Mhm. Wie schauen die Vorbereitungen aus oder wie glaubst du, wird das Spiel ablaufen? Ja, also wir bereiten uns jetzt schon wieder mit taktischen Sachen im Training aufs Spiel vor. Ich glaube, in den Köpfen ist jeder motiviert und wenn wir das gute Gefühl von Lust dann mitnehmen ins nächste Spiel, glaube ich, haben wir große Chancen, dass wir das auch gewinnen. Ja, es wird wieder ein harter Kampf werden, glaube ich, wie jedes Spiel unten. Und wenn jeder 100% gibt und alles zeigt, was wir im Training trainieren, dann wie man das. Unser überragendes Social Media Team hat eine Fragerunde auf Instagram eingehaut. Da sind natürlich einige Fragen. Jetzt bin ich gespannt. Einige Fragen kommen und eine war zum Beispiel, wie schaut eigentlich der Ablauf bei einem Spieltag aus? Ja, also wir stehen in der Früh am Lauf. Dann kommt drauf an, wann am Abend das Spiel ist, ob es etwas später ist oder um 17 Uhr. Aber dann tun wir erst einmal frühstücken. Dann fahren wir zum Frühtraining auf und aktivieren uns einmal. Dann fahren wir ins Hotel. Jeder kriegt sein Zimmer. Dann treffen wir uns zum Mittagessen zusammen. Dann geht es wieder aufs Zimmer. Dann schlafen wir mal ein bisschen. Kleine Runde. Ein paar Spielen irgendwas. Dann, bevor wir dann ins Stadion herfahren, gibt es nochmal so einen Brunch. Also Kuchen, Kaffee. Und ja, dann fahren wir her und dann beginnt die Vorbereitung zum Spiel. Also wird fast mehr gegessen am Spieltag als wie Fußballspieltag, ja, nicht? Fast, ja. Wir haben aus sicherer Quelle erfahren, dass im Sommer bei dir ein Wechsel ansteht. Beim Trikot. Ist da was dran oder mit der Trikotnummer oder waren das nur Gerüchte? Ach so, nein, ich glaube, das sind nur Gerüchte. Also bleibst du bei deiner Nummer? Nein, schauen wir mal, was passiert im Sommer. Ja. Da sage ich danke. Wir werden gerne am Freitag alles geben, dass wir 3 Punkte einfahren und mit unseren Fans feiern können. Ja. Sage ich danke, Niki. Gerne.